Recht herzliches Willkommen zur Episode 3. Ich bin komplett außer Atem, weil wir den ganzen Quatsch durch den steilen Abhang hier runter geschafft haben. Aber wir sind jetzt am Spot, am Chinka. Sieht übertrieben krass aus. Es stinkt hier förmlich nach Fisch. Wir werden noch gleich mal ein bisschen zuerst, bevor wir hier die Ansitzruten fertig machen, die Spinnrute schwingen. Bin echt mal gespannt, was hier kommt, was hier passiert. Wie gesagt, sieht einfach unfassbar krass aus. Wie gesagt, wir fangen jetzt erst schon ein bisschen an zu werfen. Ich nehme jetzt mal hier unseren Tight S in der Shallow-Variante. Der läuft relativ flach. Und ja, hier sieht es eigentlich auch relativ krautfrei aus. Super Wurf vom Dominator, der jetzt wahrscheinlich gleich erstmal einen rausscheppern wird. So der Plan. Erster Wurf, erster Fisch. Oh. Hab natürlich direkt im ersten Wurf ans andere Ufer geschmissen. Daher Kraut gefangen. Egal, weiter geht's. Jetzt mal hier den tiefer laufenden, den Tight S in der Deep Variante gewählt. Bisher läuft er eigentlich saugeil durch. Muss nur einen Fisch finden. Kraut, 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 kraut. Spanische Idylle. Regen, Sturm. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir in Holland sind oder in Spanien. Also es ist wirklich grob hier. Es ist wirklich grob. Naja, ich bin jetzt hier noch am Ausleger setzen. Nummer 4 ist jetzt im Wasser und jetzt kommen die Köder raus. Und dann schauen wir mal, was hier geht. Durchschnittstiefe hast du hier vielleicht von einem Meter. Ich habe zwei Bereiche gefunden, die sind deutlich tiefer. Auch am eigenen Ufer, also auch kleiner Tipp. Guckt auch immer am eigenen Ufer und spannt dann nicht einfach nur auf die andere Seite ab, weil es mit Bäumen so geil aussieht. Ja, ich habe mir jetzt hier eine Stunde Zeit genommen und mir erstmal alles angeguckt. Und jetzt sitzen die Ausleger. Ja, da kommt ein Bollermann. Wir haben es geschafft. Die Routen liegen nach bestem Wissen und Gewissen. Die X-Tars für die Stars gehen hoffentlich bald krumm. Ich habe ein relativ gutes Gefühl, muss ich tatsächlich sagen. Die liegen schon pornös. Wie gesagt, sehr flach der Fluss, aber das hat hier überhaupt gar nichts zu sagen. Hier sind unfassbare Bollermänner drin. Ja, die Sonne geht hinten langsam unter. Ich habe bis nach da runter gespannt. Also wenn da einer einsteigt, müssen wir wieder im Kanu hinterher. Diesmal haben wir zum Glück eins ohne Löcher und eins, was stabil ist, mit drei Sitzbänken. Also das wird ohne Probleme gehen. Einer paddelt, einer drillt vorne, das passt. Und jetzt abwarten. Und jetzt mache ich erstmal gar nichts mehr. Ich will euch ganz kurz noch ein mega geiles Feature von unserem Madcat Sandspike Routenhalter erklären. Warum der Sandspike heißt, weiß ich auch nicht, weil der eignet sich wirklich für fast alle Bodenbeschaffenheiten. Der ist aus massivem Gusseisen, hat unten eine mega geile Spitze. Gut, unterscheidet sich jetzt nicht von der Konkurrenz, aber was wirklich einen Mehrwert bei der Fischerei hat, gerade wenn ihr abspannt, dieser starke Feder
dieses Türchen hier, wenn ihr anschlagt, könnt ihr die Route quasi im... Da ist die Glocke runtergeflogen. Die zehnte. Könnt ihr quasi beim Anschlag, ohne dass ihr da rummacht, die Route rausholen. Also im Anschlag holt ihr die Route raus. Super, super geil. Gibt's auch nur bei unseren Routenhalter. Also, just saying. Ich muss nach der Glocke tauchen. Der hat das Talent, alle Glocken zu versenken. Aber die hat er Gott sei Dank wiederbekommen. Weil sonst, glaube ich, würden wir hier aus dem Urlaub zurückfahren und hätten für 150 Euro Glöckchen gekauft. Warum? Weil wir es können. Warte noch. Ja. 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 Hängt er. Hängt, oder? Tut er, oder? Ja, du musst ihn erstmal pumpen, weil der lag vom Baum. Guck, ob du ihn hochkriegst oder ob wir ins Kanu müssen. Das musst du entscheiden. Auf dem Wels, Alter. Rute eingeweiht, Blät. Jawollo. Du sagst, wenn alles fit ist, dann von hier, ja? Ja, da kann ich. Okay. Kein Monster, ne? Mit übertrieben. Oh, 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 oh. Ja. Schauen wir mal. Ist kein ganz kleiner. Alter, das ist doch kein ganz kleiner, gell? Dicke! Schön, ey. Der ist nicht ganz verkehrt. Ja, die Hand schon. Ja. Tschüss. Der ist ja eben das Flachwasser drin. Ja, 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 ja. Oh. 1,70, ja? Hätte ich gesagt. Bring hierher. Hier in die Lücke, dann landen wir. Was die hier eine Power schieben. Das ist unglaublich, gell? Alter, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ihr habt es ja schon gesehen. Der 228, der hat mir fast die Rute aus der Hand gerissen. Ne? Und jetzt auch der Fisch, der ist ja jetzt nicht riesig, aber unglaublich, was die hier für Kräfte haben. Alter, der ist nicht schlecht, Alter. Der ist überhaupt nicht schlecht. 1,80 sogar. Schöner Fisch, Alter. Da ist der Bollermann. Jungs, brutal. Der Fisch wurde, desto näher er kam, desto größer wurde. 2,15. Ey, wirklich. Brachial, also in diesem kleinen Fluss, also eine unglaubliche Angelei. Ich kann nur jedem empfehlen, kommt hierher, kommt zu Urlaub nach Maas. Hammer, sehr, sehr zentral gelegenes Camp. Ihr habt Möglichkeiten zum Angeln ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen und aufhören sollen. Domenian, aka der Dominator, fettes Petri. Der Fisch geht wieder, der war gar nicht lange aus dem Wasser, ist topfit und Zwiebeln. Alter! Bruder. Das ist Körpereinsatz. Nice, nice. Sehen wir den nächsten Live-Biss. Selber Spot, selber Köder. Er wird sehr nervös. Eieieiei. Geht gleich rum, hä? Sicherheit, ja. Oh. Fledermaus. Fledermaus. Ja. Oh, Freunde. Oh, nach ein paar Fehlattacken. Endlich mal wieder ein Fisch. Boah, jetzt sind das nichts Weltbewegendes, aber. Boah, Alter. Aber eine Powerjäger, das ist unglaublich. Ja. Wie gesagt, endlich mal wieder. Ein Fisch, guck, wie die da stehen, gell? Boah, Alter, das war so. Der ist abgerissen. Alles abgerissen. Nur ist da vorne wirklich stehen gelassen. Alles abgerissen. Schon der Alba aber mit so groß. 1,50 Meter, ein bisschen groß. Jo, scheiße. Na gut. Verdammt. Zurück im Apartment angekommen, eine heiße Dusche genommen. Der Dominator ist dann hier am Spachteln, Prost und eine eiskalte Fanta am Trinken. Ja, so ist das hier. Man ist um zwei zu Hause, legt sich schön in ein Bettchen. Für mich auch eine komplett neue Angelwelt, aber hat alles super gepasst. Wir hatten 6 Aktionen, einen guten Fisch gefangen.
Einen leider abgerissen. Der war, ich schätze so, ja, ich habe einen Emo gesehen, vielleicht 1,50, 1,60, direkt vorne irgendwo über Steine gelaufen. Jo, bisschen doof. Der Olli hat uns vorgewarnt, dass man hier wirklich Tauseil-ähnliche Schnur braucht, wegen dem Abrieb. Das habe ich auf jeden Fall schon mal, oder wir fürs nächste Mal gelernt, wenn wir herkommen. Deswegen. Wir gehen schlafen. Wir kommen wieder. Und wir gehen schlafen. Gute Nacht. Bis morgen. Und morgen haben wir auch was Cooles vor. Freunde, wir schreiben Tag 8 unserer Ebro-Tour und es ist schon so lang, Alter. Ich muss jetzt auch mit der Brustkamera filmen, wir sind gut bepackt. Wir sind jetzt, wie ihr seht, am oberen Stausee. Das gute Urlaub nach Mars-Team hat uns das Boot oberhalb von der Staumauer geslippt. Die haben ja auch einen eigenen Stegbereich. Also da auf jeden Fall mal schon mal dicke Shoutout und Kompliment. Bei Urlaub nach Mars klappt halt auch wirklich alles nach Mars und direkt. Also das muss das man wirklich dann mal sagen. Doppelt Spaß. Wenn du fischst mit der X-Tars. Ja gut, und das will der alle noch bei Urlaub nach Mars. Ja. Okay, genug der Wortspiele. Ja, hier unten ist jetzt die Steganlage. Da steht schon unser Boot parat, was wir auch unten geangelt haben. Und ja, Mission ist heute irgendwas mit Barsch. Ob Schwarzbarsch oder Flussbarsch, egal. Oder vielleicht auch Zander. Das, wir sind keine Experten, was diese Angelei betrifft. Von daher wartet nicht zu viel. Wir sind immer gespannt. Weil welstechnisch, muss ich sagen, sind wir beide absolut zufrieden. Wir hatten 3 schöne dicke Fische. Dazu noch wesentlich 15 kleine bis halbstarke mittelgroße. Also passt super. Haben noch 3 Tage Zeit. Und ja, heute wie gesagt, Mission de Barsch. So. Oh. Ja? Was der Elian jetzt hatte? Okay. So, Boot ist gepackt. Route raus, der Spaß beginnt. Der Dominator manövriert uns gezielt aus der Bucht. Also wirklich, muss man auch vielleicht mal sagen, Daumen hoch für die Bootsfahrskills, selten sowas Akkurates gesehen, ja, unfassbar. Die erste Bucht voraus, also die kommen hier auf dem alle 200 Meter. Also ich muss sagen, landschaftlich, ich habe ja schon ein bisschen was gesehen von der Welt, aber in Kombination mit einem Fluss, und das ist ja ein Fluss, also ist das wirklich das Schönste, was ich bis dato gesehen habe. Also absolut Endlevel geil. Glasklares Wasser, diese Felslandschaften, da hinten habt ihr Steilwände, also das ist schon geil. Da braucht man eigentlich schon gar keinen Fisch mehr fangen, wie bei der Drifttour, Alter. Es ist einfach ja, nur schön, ne? Aber wir probieren es jetzt. So. Kommt noch eine. Ah, jetzt geht's vorwärts. Der erste Barsch, Freunde. Was für Maschinen, Alter. Ey, come on. Fisch ist Fisch. Gerade ein Köder gewechselt. Also kein schlechter, kein Monsterbarsch. Oh, der geht sogar an die Bremse, Alter. Der geht sogar an die Bremse. Der ist nicht schlecht. Oh, bleib drauf, bleib drauf. Bleib drauf. Da unten kommt noch einer. Da unten kommt noch einer. Ja, ja. Jawoll, Alter. Das mega. Der ist nicht schlecht. Nö. Alter, geile Scheiße, ey. Leck mich am Barsch, Alter. 34. Ey, super schöne Fische. Feier ich ja komplett. 2-0, Dominator. Ja, jetzt müssen wir gleich mal den Köder abschauen. Beziehungsweise würde ich gerne meine Route wieder fischen. Nee, alles cool. Danke, geil. 2-1. Matt Martic 2, Dominator hat einen kleinen gehabt. Wir machen natürlich auch ein bisschen Competition.
Es gibt einen Punkt für Anzahl und es gibt einen Punkt für Größe. Ich mit meinem 34er habe natürlich schon wahnsinnig vorgelegt, einen rausgehauen. Und Alter, guck mal da hinten, da ist nochmal so eine Steinformation, gell? Ja, boah, Leute, hier scheppert's. Ich hab's im Gefühl, brutal. Ey, es macht so Bock, kommt nach Spanien. Ich als alter Italienfahrer kann sagen, das ist für mich gerade wie neugeboren, anglerisch. Also super nice. Hier angeln wir. Wieder ein guter Fisch drauf. Der geht ins Holz, scheiße. Oh, fuck. Nicht schon wieder verlieren. Das wäre der dritte Fisch, den wir verlieren. Bitte nicht. Steuer uns mal ein bisschen rum, Dominik. Also wenn das... Das ist ein Wels. Was soll das sonst sein? Alter. Oder ein Riesenzander, ich weiß nicht. Links rum im Motor. Alter, Dominik, Alter. Auf diesen Mini-Köder. Auf dem Bladed irgendwas von Savage Gear. Ich will diesmal einfach nur wissen, was es ist. Ist es ein großer Zander oder ein kleiner Wels? Das ist jetzt die Frage. Oder ein 70er Barsch. Oh, ist das spannend, Alter. Ist das spannend. Ist ein Walle? Ja, der wird böse geflohen. Oh, ich glaube auch, das ist ein Wels. Das ist ein kleiner. So ein 80er oder so, hä? Motor aus. Ich glaube, der ist gerissen. Na komm. Ab. Och Mann, ey. Ja, aber der war hier nur im Rücken. Ja. Deswegen hat er ein Gefäuer. Aber trotzdem ist das der dritte große Fisch, den wir in Folge verlieren. Will ich jetzt wohl egal, ob gebiss oder nicht. Gell? Ja, klar. Dominian, fang was. Und jetzt hat er einen Riesenbarsch. Oder, oh, ist ein Wels. Das könnte auch ein Wels. Abgerissen. Das war ein Wels. Scheiße. Das war ein Wels, gell? Ich weiß nicht, was es war. Aber was soll es sonst gewesen sein, der so Schnur nimmt? Das ist ein Ultra-Leichtrot. Ja, aber mit der kriegst du doch auch einen 80er Zander raus. Meinst du nicht? Das war eher ein Zander oder so. Echt? Ja. Oh, Leute, Alter. Brutal scheiße. Oh, wow, wow. Das ist, also wenn das ein Barsch ist, ein 80er. Ich glaube eher, das ist ein Wels. Richtiger Volleinschlag. Ach du Scheiße. Richtig großer Fisch. Fahr nach vorne. Ach du Scheiße. Hoffentlich reißen wir nicht ab wie beim Dominik gerade. Das ist ein Welt. Ab. Fuck, Mann! Mann! Sempre. Wir machen ja einen kurzen Stopp. Wir machen uns jetzt leckere Wraps. Fischereilich fand's überhaupt nicht schlecht. Leider haben wir drei Großfische verloren. Das war halt ein bisschen bitter. Ja, mit der Dunkelheit, da kommen die Dicke. Ja, genau. Also Plan ist, wir essen jetzt Wraps. Dann fahren wir wieder hoch. Unser Boot liegt hier am oberen Stausee. Dann werden wir bis zur Dämmerung noch auf Barsch-Zander fischen. Und dann, wenn es dunkel ist, mit dem direktes Klopfmaterial und das Livescope mit. Und dann klopfen wir ein bisschen auf Wälse rum. Das ist der Plan für heute. Aber jetzt gibt es erst noch mal... Wie heißt das Lied? Sempre. Ich kann den Text nicht überhaupt, aber egal, ich kann nur sempre, das reicht ja. Also, bis gleich. Jo, Freunde. Das ist der Erste. Erstes Baby, scheiße. Naja, Petri. Ah, nix. Oh, doch, der ist groß. Der ist groß. Bleib. Bisschen entgegengehen. Ja, der kommt zu deinem Köder. Ach, du kriegst einen Volleinschlag. Kriegst einen Volleinschlag. Bisschen höher gehen. Ja. Der kommt. Der pirscht sich rein. Ja. Leute,
Es geht schon wieder ab hier. Ja, der reagiert voll aufs Gold. Der reagiert voll drauf. Hey, Bombe, Bombe! Dominik! Oh. Guter Fisch. Dominik übernimmt. Halt die Finger aufgebremst. Vom Arschangel zum Klopfen. Alter, der kam komplett aus dem Nix. Das war kalte. Alter. Nee, das ist kein schlechter, der hat P250. Alter, ich bin bescheuert. Oh. Ja, und jetzt ist die Klonk-Teaser das, was am liebsten ist. Oder oh. Alter, es stürmt hier. Oh. Alter, wie der Fisch so steht. Guckt euch an. Brachial. Brachial. Geil. Alter. Oh. Tauwurm in Spanien. Wir haben eben noch drüber gesprochen. Oh, hätten wir nicht besser. Köder mit. Oh. Köderfisch mitnehmen sollen, weil er hat einen 250er, wirklich einen 250er Bollermann an den Würmer stehen gehabt, der Dominator. Der wollte nicht. Ja, also Olli, ne? Kurz, der Olli hat gesagt, hier oben gibt's nur kleine. Spaß, Olli, du weißt, Liebe geht raus. Oh, oh. Bollermann. Ich hab's dir doch gesagt, Digga. Bollermann. 2,30. Das ist vielleicht sogar der größte der Tour. Erstmal drauf, lass nochmal schwimmen. Ja. Und dann, wenn du einmal zupackst, brauch ich nicht sagen, dann muss er sitzen. Der ist nicht zögern, ne? Leute, das ist eine Maschine. Ist das eine Maschine, Alter. Freunde. 2,30, hä? Ja. Oh, hat der einen Schädel. Alter, hat der einen Schädel. Hat der einen Schädel. Die Haken hängen aber gut, gell? Ja, die hängen gut. Ey, das ist ein richtiger Bollermann. Auf jeden Fall safe, der größte der Tour. Machen wir komplett gerade. Ja. Bist du vorne dran? Ich bin vorne dran. 2,12. Was? Wer verarscht mich jetzt? Hat der nur 2,12 Meter? Ja. Echt jetzt? Ja. Alter, der sieht aus wie ein 42er. Ja. Alter, 2,12 Meter, aber der Kopf dreimal so groß wie der 2,28er aus dem Seekrieg, gell? Ja, das stimmt. Alter, was sind das für Fische hier in dem Stausee? Krank. Also deswegen guckt euch mal an. Also Ausmaße unfassbar. Ja, was soll ich sagen? Feierabend. Feierabend. Ja, Leute, vor dem Bollermann ist nach dem Bollermann, oder? Also was wir hier machen, ist Klopfen extrem. Das Einzige, was mich richtig nervt, jeden Tag Wind. Du kannst hier quasi eigentlich gar nicht gescheit angeln. Also nicht gescheit angeln im Sinne von aktiv angeln, ist echt schwierig. Wir werden hier mit über einem km/h lang gedrückt und wir sind schon hier jetzt ans Ufer gefahren, wo weniger Wind ist. Naja, wir probieren jetzt für den Dominator noch einen rauszuklopfen. Wir sehen halt nichts, es ist wirklich pechschwarz. Hier sind immer noch wieder Buchten, die auch tief hinten reingehen. Und da stehen aber Fische hier unten drin. Ja, da steht Fisch, ja. Wir bleiben dran, vielleicht gibt noch was. Guten Mittag. Was soll ich sagen? Langsam zehrt's. Kräftetechnisch zehrt's langsam. Wir haben gestern oben doch gar keinen Abschluss mehr gedreht. Wir haben nach dem Fisch auch gar nicht mehr lang geangelt. Ich glaube, wir haben bis um 12 geangelt, also wirklich human. Wir wollten eigentlich noch an die Staumauer, haben wir da nicht gemacht. Es war auch sauwindig. Ja. Also wenn man hier wirklich konsequent angelt, also wenn man hier alles gibt, dann hätte mir schon easy die doppelte Anzahl an Fisch gefangen. Da bin ich von überzeugt. Ja. Weil auch beim Ansitzen, wir bauen ja um 12, 1 Uhr ab, wir angeln ja 6, 7 Stunden hier. Das ist ja, stellen wir sich mal vor, man bleibt da über Nacht und hat genug Köder. Also es ist wirklich unglaublich krass. Naja,
neuer Tag, wir haben jetzt schon wieder 1 Uhr mittags. Wir gehen jetzt ein bisschen, probieren jetzt ein bisschen Barsch zu zoppeln. Und heute oben gehen wir dann hier wieder am oberen Stausee, weil das gefällt uns echt gut. Gehen wir dann wieder ein bisschen klopfen und diesmal fahren wir an die Staumauer, Herr Schröder. Jawohl, Monsieur. Gut. Wir gehen jetzt aufs Wasser. Bis gleich. Dann würde ich mal sagen, lasset Mission Dickbarsch beginnen. Ziel für heute ist eigentlich wie gestern 40 plus Barsch. Nee. Gestern haben wir noch, oder Dominik? Nee, mindestens mal Barsch über 20 cm. Das ist das erste Ziel. Hatte ich ja schon. Ah, der zählt ja gestern nicht mehr. Nee. Ah, der zählt. So, wir fahren die erste Bucht an. Hiervon gibt es einfach Tausende. Es ist einfach unfassbar krass geil. Ich kann mich nur wiederholen. Ja, wir angeln jetzt. Abfahrt. Ey, ich hatte gerade so einen riesen Barschwarm als Nachläufer. Jetzt sind sie weg. Ah, das war lustig. Kleine, aber egal. Wie witzig, ey. Die habe ich mal schön vom Ufer hergelockt, Alter. Dominik hat den ersten Schwarzbarsch. Jawohl, Petri. Ey, ich habe noch nie so einen gefangen. Gib mir den. Schönes Ding. Big one. Nice Gregor, mate. Wir haben gerade einen Groß und der ist noch größer als deiner. Kächen, Kächen. Mit Mann ist jetzt ein Schweinbarsch. Schweinbarsch, Schwarzbarsch. Feiern, yes. Geil. Geil, ey. Guckt euch das an, das Ding! Mein erster! Alter, sind die schön! Voller Wattbuch! Volle Welle! Auf Ansage jetzt! Kamera ist noch drauf. Guck mal da vorne, da steht einer. 40er Barsch auf Ansage. Guter Wurf. Hänger? Nein, 40er Barsch auf Ansage jetzt. Da ist der schöne Barsch. Nummer 2. Naja, der 40 plus, der kam eben bis ans Boot mit. Ja, schade, schade. Egal, mach's gut. Freunde, wir brechen an der Stelle ab. 2 Schwarzbarsche, jeder ein. Matt Martin mit der wahnsinnigen Flussbarsch rausgekloppt, muss man auch einfach mal neidlos so sagen. Es stürmt schon wieder ohne Ende. Wir gehen jetzt in Lasagne essen. Lasagne. Lasagne und dann gehen wir in die Bollermann-Bucht und knallen noch einen Bollermann-Nacht heute Nacht raus. Bisschen klopfen, aber ja, der Wind ist schwierig. Egal. Dominator und Abfahrt. Schaut euch den romantischen Himmel gleich an. Welcome zum letzten Tag unseres Ebro-Trips. Der Dominator ist mittlerweile tief in sich gekehrt. Er ist eins mit der Fiederroute. Sieh, er sieht gar nichts mehr. Auf jeden Fall, was machen wir heute? Wir geben nochmal alles. Wir werden heute die erste Nacht über Nacht Ansitzangeln. Hey, wenn die Köder nicht aktuell haben wir noch 3 Köder. Deswegen sitzen wir, wie ihr hier seht, am Fiedern. Hoffen, dass wir noch 5, 6 gescheite Köder kriegen. Und dann fahren wir den laut Olli Schier, ich hab's schon mal gesagt, weltbesten Angelplatz auf Wels in Europa mit dem Boot an und paddeln dann, mit dem Kanu die Montagen raus. Der Platz heißt Vietnam, ist wohl unter denjenigen, die schon hier waren, mehr als nur bekannt für seine Großfische. Wir sind sehr, sehr gespannt, aber ohne, dass wir jetzt noch 5 gescheite Köder fangen, brauchen wir doch eigentlich gar nicht hinfahren. Ja, deswegen drückt uns die Daumen, dass jetzt hier was kommt. Ich habe gerade auch einen Biss, du kriegst das hin. Dominator hat einen. Ihr seht's schon. Gleicher Ort. Gleiche Aktion. Die Routine, die wir hier kriegen, ist auch schon brutal, gell? Das ist angenehmer als der, also besser wie der Helm. Absolut. Wir essen jetzt was. Gibt feinstes spanisches Wasser. Das Rinderfilet nehme ich an. Angus Beef. Angus Beef. Wir sind ja auch relativ
Angus ist in der angry. Mad, Mad Cat. Ihr habt mein Nationaltrikot gesehen, ich hab's wieder übergestrifft. Dazu ein paar Kartoffelecken. Ja, und dann letzte Nacht. Wir hauen hoffentlich einen raus. Noch einen dicken, wobei fischereilich sind wir schon absolut zufrieden, kann man nicht anders sagen. Bei 6 bis 7 Stunden Angelzeit jeden Tag, über 20 Fische, richtig gute dabei. Einen richtig dicken leider verloren. Ja, ist Angeln, wir wollen uns überhaupt nicht beklagen. Frequenz und Größe passt super. Und ja, jetzt guten Apo. Wir präsentieren aus dem kulinarischen, wie sagt man denn? Von der kulinarischen Speisekarte heute Rinderfilet oder Zwiebeln mit Rinderfilet. Dazu Kartoffelspalten mit Dumplings, warum auch immer. Alter, ich sterbe. Ich sterbe. Und dazu ganz viel Soße, weil ich bei mir muss alles Essen schwimmen in Soße. Sonst komme ich nicht drauf klar. Wenn ihr euch fragt, wieso, weshalb der Typ so gut aussieht, das ist der Grund. Immer diese Packerei. Und das am letzten Tag. Jetzt wollen wir es wirklich noch mal wissen heute. Wahnsinn. Prohibido el paso. Mir geht trotzdem drüber. So. Steht's da an, das Boot sieht schon ganz gut beladen aus. Upp. Boah, was eine Geschichte. Was eine Geschichte. Nehmen wir die Liege. Aua. Voll bepackt mit 7 Sachen, die das Leben schöner machen. Willkommen in Bollemannshausen. Ja, letzte Nacht, ihr seht's. Wir haben die ganze Zeit mit wenig Aufwand geangelt, aber wir haben uns dann überlegt, in der letzten Nacht, ey, da müssen wir jetzt nochmal alles geben. Ja, gut für morgen, vor 15 Stunden Heimfahrt, ja. Aber voll ausgepowert, mehr Hotz drauf. Ja, aber ihr wisst das, jo, ihr kennt das wahrscheinlich auch selbst. In solchen Fällen wird man dann meistens, nicht immer, aber meistens belohnt. So, und das ist der Plan. Wir haben ein paar gute Köder heute noch gekriegt und wir hoffen, dass die heute abgerahmt werden. So, und jetzt heißt es und Abfahrt. Vietnam, wir sind da. Guckt's euch an, Alter. Ein kleines Plätzchen hier in der Schilflandschaft. Ey, das sieht sowas von brachial aus. Oder ist das, müssen wir gucken, ob der vom Ufer erreichbar ist. Ja. Ansonsten ist das noch einer weiter oben, das sehen wir gleich. Guckt es euch an, wenn das ein Monate cooler Platz ist, ey. Ich bin echt gespannt, was uns hier heute erwartet. Eieiei. So, jetzt hat Dominik fällt jetzt nochmal das Boot da gescheit drin, jawohl. Ja. Und nochmal ein bisschen Gas. Gas. Ja. Passt. So, Herr Dominator, steigen Sie in das edle Schiff. Boah, heute wird auch nichts dem Zufall überlassen. An den kleinen Flüssen haben wir ohne Echelon ausgelegt. Aber heute wollen wir akkurat fischen. Wir haben einen riesen Aufwand betrieben. Und jetzt wollen wir auch einen Big Fish fangen. Oder Dominik, so einen richtigen Boller-Boller-Mann. Ah. So. Da oben. Was ist da? Auch ein Baum. Deswegen ist auch das Panzerband da, dass du da umlenken kannst. Was für ein Panzerband? Ja, ein Baum. Echt? Ob hier schon mal Jungs und Mädels. Heute fange ich schon an, wieder Mr. Waller zu retten. Nee, nee, Markus, Liebe geht raus, aber das lasse ich dir. Ich sag, Ladies and Genitals, hier wurde noch nie geangelt vorher. Obwohl, der Baum da sieht auch geil aus an dem Ufer, gell? Machen wir uns Echelon an, gucken wir uns das mal an. Alter, brutaler Spot, brutaler Spot. Bin gespannt, was da geht. Leute, ich muss euch das zeigen. Hier wurde noch nie geangelt. Am Vietnamplatz sind die Hölzer mit Kabelbinder gespickt. Lass uns doch eine von diesen Schnüren hier nehmen. Komplett abartig. Aber, wie gesagt, laut dem Olli Schier, Grüße und Liebe gehen raus. Europas bester Weltplatz. Wir sind gespannt. Also was wir jetzt machen, ihr seht es, wir spannen jetzt quasi die
natürlich mal, dort. Hier haben wir 2,90 Meter. Ich bin noch ein Stück vor. Warte mal, wir müssen zum Boot hin, ne? Ja. Ich muss rüberfahren, weil die Route liegt ja da und nicht da, wo du jetzt bist. Das muss ich immer bedenken. Ich trinke das Boot. Alle vier Routen sind scharf. Es stürmt immer noch. Ja, bin ich jetzt mal gespannt, ob unsere Köder hier ausreichen. We will see. Wir hoffen einfach nur, dass wir heute Nacht mal ein bisschen Windstille haben, weil wie ihr seht, wir schlafen heute am Wasser. Oh, Premiere. Ja. Aber romantisch ist das hier, also romantisch. Ja? Ja, Freunde, das ist der Wind und das ist gerade Windstill, mit dem wir die ganze Zeit zu kämpfen haben. Ja, die Rute sind scharf und bisher immer noch kein Biss. Dämmerphase beginnt. Ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Gerade vor einer Minute die Nachricht gemacht, das Video, es beißt nichts. Und in dem Moment hänge noch. In dem Moment auf den Brassen, Volleinschlag. Volleinschlag, gib mir die Glock. Du musst ein bisschen zurück. Komm mit dran, ja. Da ist nichts dran, oder? Doch, der ist dran. Ist jetzt ausgestiegen bei der Nummer wieder. Da ist er doch. Wo sind die Handschuhe? Hat natürlich schon nasse Fies. Hinter sich da. Guckt euch diesen kleinen Typen an. Hättet ihr den, der Brass ist halb so groß wie der. Ich glaub es nicht. Dann heben zumindest Emo an, welche Bild? Nee. So, da ist er. Jo, 1,40 Meter knapp. Erster Fisch. Größte Köder geholt. Wie der in das Maul passt. Kannst du mir das erklären? Er hat eigentlich nicht passen dürfen. Nee, ihr habt den Brass nicht gesehen. Unglaublich, wie gierig doch diese Fische sind. Tschö. Jo, und bei dem Sturm können wir dann mit dem Kanu dann die Route nachsetzen. Dominik ist gerade schon draußen. Brutal. Mir geht, also ich, Spanien mega. Ich feiere es komplett. Aber 12 Tage lang unterbrochen, Böen bis 60 km/h, das ist wirklich nervenaufreibend. Ich sage mal, beim Angeln, es kann regnen, bei mir kann es hageln, aber Wind finde ich das Allerschlimmste. Naja, erste Fisch ist gelandet, aber natürlich nicht die Größe, weswegen wir da sind, das ist auch klar. Freunde, gerade Fisch Nummer 2. Ich glaube, wir haben jetzt 3 Uhr oder so. Das Wasser ist gestiegen, alles ist überflutet. Jetzt, alles ist überflutet, die Routen stehen komplett tief im Wasser. Wir mussten uns schon hinten auf den letzten Flecken da zurückziehen. Ganz brutal, 70 km/h Böen die ganze Nacht. Jetzt ist gerade zum ersten Mal der Wind weg, für 10 Minuten. Und direkt diese 1,50 geht sofort zurück. Ja. Den sind wir nicht da, Alter. Na. Vielleicht werden die Strapazen auch noch irgendwie belohnt. Wir haben beide noch kein Auge zugetan. Echt, echt brutal. Jetzt geben wir es uns echt nochmal hardcore. So, wir legen uns wieder hin. Tschö. Guten Morgen, Freunde. Ihr seht es vielleicht schon an meinen Augen. Wir haben die Nacht so gut wie gar nicht geschlafen. Ich glaube noch keine Stunde. Das liegt nicht anhand der vielen zahlreichen Fischaktionen, die wir hatten. Nee, es hat die ganze Nacht gestürmt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also wirklich krass. Darüber hinaus ist das Wasser dann auch noch gestiegen. Man sieht es, jetzt ist schon wieder ein Stück weit zurückgegangen. Und wir mussten dann nachts auch noch den ganzen Kram weiter nach hinten verlagern. Also es war eine schöne Erfahrung, ja? Wir packen jetzt ein, müssen noch 16 Stunden Auto fahren. War perfekt, am letzten Abend, Nacht, alles rausgehauen. Der Dominator hinter der Kamera ist auch vollkommen motiviert. Wir haben jetzt 8, er grinst. Und ja, an der Stelle möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen, fürs fleißige Liken, Kommentieren. Macht gerne eine Insta-Story, wenn ihr meine Videos guckt. Verlinkt mich, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch ja, nur das Beste zu wünschen. Spanien, ultra geil, kann ich jedem empfehlen. Urlaub nach Mars, super Camp, kann man auf jeden Fall wärmstens weiterempfehlen. In diesem Sinne, ich bin ein bisschen wortkarg, ich kann nicht mehr labern.
Liebe geht raus an alle. Euer Matt Malic. Ich bin raus. Oh, Matt Malic, ich lieg zu von morgens bis abends.